Guck mal, ich sehe direkt, die haben Hackfleischspieß, ne? Aber selber gemacht, ne? Heftig! Hab ich nur einmal gehört, Hackfleischspieß selber gemacht. Und schön, dass ihr am Start seid auf der Suche nach dem besten Döner Deutschlands. Wir sind heute in Lübeck. Und ich sag euch, heute haben wir was ganz Besonderes für euch. Ich muss sagen, ich war jetzt schon bei beiden Läden, deshalb kann ich euch sagen, wir haben heute ein Special am Start. Und das ist ein selbstgemachter Hackfleischspieß. Natürlich, wir haben schon selbstgemachte Spieße am Start gehabt. Aber wir haben einen selbstgemachten Hackfleischspieß bei Oma und Opa. Und das sind wirklich zwei alte Leute, die den Laden zusammen führen. Das ist einfach sehr sympathisch, sehr geil. Zweiter Laden, möchte noch gar nicht zu viel verraten. Wir gehen jetzt als erstes zum Sultanpalast. Da fahren wir hin. Für jedermann was am Start, sagt der Chef. Das werde ich gleich nochmal genauer erklären. Eines wunderschönen Tages tauchte ein wunderschöner junger Mann in einer wunderschönen Stadt namens Lübeck auf. Und alle Dönerladenbesitzer der Stadt bereiteten sich vor, so auch Sultanpalast. Der Chef ist nicht nur stolz auf sein umfangreiches Sortiment, wie zum Beispiel Roggenbrot. Der Chef ist auch stolz auf seinen Liebling. Dieser Laden wurde offiziell von den Lübecker Nachrichten zur Nummer 1 gekürt. Da freut sich der Chef. Und jetzt viel Spaß mit dem saftig-knaftigen Urteil des saftig-knaftigen Holle. Wir sind am Start beim Sultanpalast. Denkt auch dran an das Kommentar. Für den bisherigen besten Döner Deutschlands, wer meinen bisherigen besten Döner toppt, holt euch die Belohnung ab. Ich habe eine Belohnung ausgesetzt und glaubt mir, ich will das nicht unnötig rauszögern. Toppt endlich den Döner, weil jedes Video geht es um 50 Euro hoch und ich werde arm langsam. Das heißt, nach dem Video steigt die Belohnung wieder um 50 Euro und ich will, dass das Ganze beendet wird. Ich habe mit dem Chef telefoniert. Er hat für jeden was am Start. Ein ganz individuelles Palettensortiment. Wie sagt man, Ahmed? Individuelle Palette. Ahmed, wie heißt das nochmal? Er hat eine ganz. Nee, er nimmt ihn nicht hops. Individuelle Produktpalette. Er hat für jedermann. Und die. Produktpalette. Er hat für alle was am Start, Mann. Ich muss mir erst abgewöhnen. So, da ist der gute Mann. Ganz in der Stadt. Na, da sind die Ehrenmänner. Bam, 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 bam. Grüß euch. Hi. Na, haben wir telefoniert? Mit meinem Bruder, glaube ich. Der Bruder, aber das ist nicht dein Bruder, ne? Das ist mein Bruder. Ah, Top-Model, ich schwör's euch. Ich hab mega Bock auf euren Döner. Ganz viele haben ihn gelobt, euren Döner. Und sagen, ja, hier musst du essen gehen. Der Chef hat zu mir gesagt, ihr habt eine ganz individuelle Palette hier an verschiedenen Sachen. Was sagst du, also habt ihr für jedermann was am Start? Denk ich mal, ne? Ja? Was empfiehlst du mir, wie ich meinen Döner nehme bei euch? Mit allem. Mit allem? Okay, ich nehme alles. Wow. Ich mach dir mal Sultansoße, Knoblauchsoße. Sultansoße? Der okay. Ist richtig lecker. Ja, ja, okay. Mach dir mal schön ein. Guck mal, was denkst du, wenn du Fleisch schneidest? Damit du es gut machst. Bei mir läuft immer das Mund. Jedes Mal, wenn ich den Fleisch schneide, ne? Das ist einfach lecker, ne? Als würdest du eine Frau streicheln, so ein bisschen, oder? Auf jeden Fall. Was machst du behutsamer? Frau streicheln oder Spieß schneiden? Im Moment würde ich lieber meinen Döner streicheln. Den Jarak. Was habe ich gerade gesehen? Habt ihr Sesambrot? War da Sesam drauf auf dem Brot? Da ist Sesambrot. Ja, ist auf allem Brot? Bei jedem. Ja, ihr wisst, was gut ist. Ich sag ehrlich, Sesam auf dem Brot, beim Dönerbrot. Das ist so oldschool, damals Fladenbrot, ne? Hat er ja auch immer ein bisschen Sesam. Das ist richtig geröstet im Ofen. Heftig. Was zeichnet denn euren Döner aus so? Warum ist euer Döner so gut? Weil das Fleisch ist immer spezial. Ja. Wir haben immer Wochenende haben wir Jablackfleisch, reines Kalbfleisch. Ja. Ist auch ganz lecker so für so Fleischliebhaber. Ja, glaube ich. Ja, sonst ist alles okay. Ne? Okay, wir werden uns gleich das Ganze zu Gemüte führen. Was man erstmal merkt, richtig viel Soße. Ich glaube, dreimal Schicht Soße habe ich bekommen. Dreimal oder viermal haben sie drauf gemacht. Sehr dick das Brot. Ich weiß nicht, ob es beim Essen, das macht ja oft einen Unterschied. Aber so erst in der Hand, du hast einen dicken Oschi in der Hand. Du hast Sesam drauf. Ich begrüße den Sesam auf dem Döner. Assalamu alaikum zum Sesam.
Rasierst du gerne deine Eier? Nein, wirst du sagen. Und was ist das für eine Frage? Das ist sehr ernst gemeint. Dafür unterbreche ich das Video für diese Frage. Und nein, sagst du natürlich nicht. Und dazu möchte ich dir was sagen. Ich könnte jetzt irgendein Produktblatt runterrattern und euch irgendwas aufzählen, irgendwelche Dings. Aber ich sage euch einfach eine Empfehlung von Herzen. Manscaped, dieser Rasierer. Ich habe wirklich schrumpelige Eier. Des Todes. Wirklich, mein Leben lang habe ich Probleme, meine Eier zu rasieren. Ich habe keinen Bock. Und jedes Mal schmerzt es und tut weh. Und dieses Ding, ihr habt sogar eine 30-Tage-Zurück-Garantie, weil es einfach geht. Es geht, vertraut mir. Dieses Ding, damit rasiert ihr euch die Eier. Und ihr liebt es danach, eure Eier zu rasieren. Ihr kriegt sogar noch, ist eine Werbung, ich muss sagen, mit Code HOLLE 20% Rabatt, manscaped.com, komplettes Sortiment, ihr kriegt kostenlosen Versand, dieses Ding, versucht es. Wenn ihr mich nicht abonniert habt, ich sage es euch, danach habt ihr mich abonniert, eure Eier haben mich abonniert. Und den Produktlink findet ihr selbstverständlich in der Videobeschreibung und am Ende des Videos verlinkt. Ich muss euch immer gerade raus sagen, was ich merke, eine gewisse Zartheit in diesem Döner. Ich glaube, er hat den maximal besten Zeitpunkt gewählt, das Fleisch abzuschneiden, dass es außen kross ist und innen trotzdem immer noch zart. Der erste Eindruck bestätigt sich. Sehr massives Brot. Aber gar nicht mal negativ. Aber sehr massiv. Böse Stimmen in den Kommentaren werden sagen, bevor sie das Urteil gehört haben, werden sie wissen, was für ein Urteil ich nenne. Ich sage, freut euch nicht zu früh. Aber mir langt tatsächlich, nur um das Urteil zu geben, diese paar Bisse, weil ich eine ganz klare Meinung habe, den Döner gegenüber. Und die seht ihr am Ende des Videos. Wir gehen jetzt erstmal zu Oma und Opa. Ja. Heute ist ein ganz besonderer Tag, denn heute ist Rock'n'Roll angesagt. Willkommen bei Omas und Opas. Es steigt die Laune, wenn man hört, dass dieser Laden alles selbst macht. Vom Fleisch übers Brot bis zu den Soßen. Da freut sich auch der Sohn. Und dass die Laune hier wirklich gut ist, sieht man an diesem Kunden. Und wahrscheinlich kommt das nicht nur durch Opa, sondern auch durch Oma. Hallo. Seid gespannt auf das saftig-knaftige Urteil des saftig-knaftigen Holle. Holle 2614. Also vorab schon mal. Sieht ein bisschen feinkostmäßig aus, Ahmed, ne? Ja, Ahmed wird jetzt alles sagen, was ich sehr interessant finde. Ich gucke nur durch die gespiegelte Scheibe, ne? Kennst du mich oder was? Ich dachte mir, auf Undercover mache ich schon mal ein, zwei Aufnahmen, ne? Guckt euch die sympathischen jungen Männer an hier. Ei, ei, ei. Guck mal, ich sehe direkt, die haben Hackfleischspieß, ne? Aber selber gemacht, ne? Heftig. Habe ich nur einmal gehört, Hackfleischspieß selber gemacht. Man sieht direkt hier bei euch, ne? Ihr habt, das ist so richtig, eigentlich das könnte auch ein deutscher Laden sein und ihr verkauft hier Brötchen, so wisst ihr? Ja, ist so. Ihr habt hier wirklich, als hättet ihr in euer Haus zu Hause, hättet ihr einfach eine Dönerbude reingemacht. Also jetzt mal Real Talk, das sieht hier original so aus, als wäre das so ein deutscher Dorfkrug, nennt man das oder so, wisst ihr? Also hier habe ich nochmal einen netten Herrn, der sagt, ist einfach super Essen hier, ne? Super Essen. Mhm. Also tipptopp, gut gewürzt, okay. Und korrekt. Also, und ich mache auch alles selber, ne? Das ist der Punkt. Ja. Der Döner ist selbst gemacht. Ja. Und nicht irgendwie. Ja, nicht dieser Industriekram und so, der Gammelfleisch. Ich wollte es nicht sagen. Ja, ist so. Wir wollen kein Gammelfleisch. So ist es. Nee. Danke, ne? Ich bin richtig gespannt, weil bei mir ist immer so der Zwiespalt. Ich liebe Hackfleischdöner. Das Ding ist, wir wissen alle, Hackfleisch ist nicht die beste Qualität. Aber wenn die es selber machen, so wie hier, habe ich nur in Berlin mal gehört vom Ugo-Döner, dann wird es, hoffe ich, besser sein. Ich habe so Bock auf den, ich kriege gerade Gänsehaut, ich schwör's euch. Und ihr habt mit Absicht auch nur drei Salate, ne? Ja, wir haben nicht so viel Auswahl, ne? Das ist alles dezent. Weil man das braucht, ne? Klassisch. Früher gab es nur Tzatziki, kaum Zwiebeln, mehr gab's nicht, ne? Ja. Das ist so der Klassiker. Oh, ihr macht auch Lammatun selber, ne? Alles alte Opa. Oh, aber ich nehm Brot. Oh, das Brot. Das sieht lecker aus. Was habt ihr denn hier für Brot? Das sieht so gut aus. Oh. Oh. Ach, jetzt verstehe ich das. Oma und Opa sind das. Genau, genau. Ah. Spitznamen. Ah. Und du bist Oma. Das ist die Oma. Das ist Oma-Küche. Das ist Omas Bereich hier, ne? Sind Oma und Opa noch zusammen überhaupt? Ja, natürlich. Die sind zusammen, ne? Ehepärchen. Okay, dann brauchen wir am besten, wie sie sich so ein bisschen Arm in Arm, am besten Kuss. Guck mal hier, sehr interessant. Die hauen das hier alles in den Ofen nochmal rein. Ja, natürlich, muss knackig werden. Olli, wo ist denn dein Lamborghini oder Porsche oder Ferrari? Dafür habe ich kein Geld, Digga. Das sind die Gerüchte, dass wir YouTuber so viel Geld verdienen. Ja. Ich sag dir ehrlich, du verdienst mehr als ich. Nein, ach, Mann. Doch. Ich mach den Spaß.
Und wichtig ist für mich auch die, ich brauche den Döner so, wie du ihn auch einen Kunden servieren würdest. Also ganz genau. Okay, so also nicht irgendwie mehr Fleisch oder so, weißt du? Achso, nein, nein. Sonst hätte ich den Türkisch-Style nur Tomaten-Zwiebel reingemacht. Aber das würde ich nehmen. Das mag ich gerne. Also in dem Türkisch-Style nur Tomaten-Zwiebeln. Da freue ich mich drauf. Okay, dann nehme ich zwei. Ich nehme einen mit Soßen und einen ohne. Probieren wir beides, weil ihr wisst ja, ich liebe auch Soßen, aber ich liebe es auch, wenn das Fleisch gut ist, es wirklich den vollen Geschmack auszuschöpfen. Das ist was, was mich hart auf den Döner freue. Ich weiß nicht, ob die kalte Luft reinzieht, ich deshalb vielleicht Gänsehaut bekomme, aber ich habe Gänsehaut. Ganzer Körper. Oh, auch das Tzatziki sieht richtig dickflüssig bei euch aus. Machen wir auch selber, ne? Ja, ne? Schöner 10 oder 15%iger Joghurt. Oh, lecker. Und das Fleisch, aus was für ein Fleisch? Das ist Rinderroulade und Rinderhack, schichtweise, ne? Ah, Rinderroulade und Rinderhack, schichtweise. Ach, da ist auch noch Schichtfleisch drin. Ja, ja, natürlich. Ah, okay. Und das Hack ist einfach, kauft ihr Rinderhackfleisch quasi. Ja, genau. Bei perfektem Licht. Wir müssen draußen lassen, weil zu schlechtes Licht da ist. Und Nummer zwei. Mit Sesam obendrauf. Ich weiß, dass Sesam bei Dönerbrot richtig heftig ist. Und ich gebe an Ahmed weiter. Okay. In dem Sinne erstmal den Döner. Osmanische Art. Mm. Das ist so faszinierend. Jeder, der mal versucht hat, Brot selber zu machen, gerade Dönerbrot, weiß nicht, wie die das machen. Erstmal so knusprig. Gleichzeitig von innen weich. Und wenn man tatsächlich, wenn man nichts mit einem gekauften Brot zu tun, aber wenn man selber kein Brot gut machen kann wie ich, kauft man gekauftes, dann merkt man immer, oh, gleich von außen knusprig, so dieses erste Feeling so schon heftig. Und das ist halt nochmal ein drauf, selbst gemacht. Du merkst halt richtig individuell, hat man so nicht gegessen irgendwo. Sehr präsente Tomate direkt, hat eine dicke Scheibe drauf. Muss man wissen, ob man es mag oder nicht. Sehr interessante Note. Du merkst direkt die Gewürze. Du merkst auch direkt diese einzelnen Schichten. Das ist eine leichte Currynote, auch so ganz dezent hinten drin, von der Soße her. Fleisch ganz individuell gewürzt, ganz anderer. Kein Vergleich zu irgendeinem Hackfleischspieß, die nur so ist, wo du gleich reingehst und denkst, nein, Hackfleischspieß, sondern wirklich top. Der Sesam dazu, glaubt mir, alle Döner, meine macht euch Sesam aus Brot. Es ist Endlevel. Manchmal stoße auch ich an meine Grenzen, kann diese Gewürze nicht rausdeuten. Geschmacksexplosion, kommen ganz viele Geschmäcker. Also erstmal das Schöne ist, du schmeckst das Fleisch raus. Weißt du, an Hackfleisch spielst, aber du merkst krass individuellen Fleischgeschmack, was du oft nicht mehr hast, wenn du dieses Schichtfleisch hast. Und du hast einfach Fleisch, keinen individuellen Charakter. Und hier hast du trotzdem übelsten Eigengeschmack vom Fleisch. Jetzt die zwei mit Tzatziki, scharfer Soße, allem an Salat. Genialer Tzatziki, ultra frischer Salat. Sehr scharf die Soße, wirklich. Ich bin geflasht, Leute. Was ich vor allem auch noch sagen kann, in einem meiner letzten Videos, Döner hat so viel Stellschrauben, man kann jetzt das heftigste Produkt liefern, aber eine Sache kackt ein. Eine Sache scheißt richtig ein, wie in Bremerhaven, die alle das Brot eine übertriebene Präsenz haben, zu dick, viel zu viel Präsenz im Döner eingenommen. Das ist perfekt. Sehr, 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 sehr gutes Brot für den Döner. Zu der Bewertung von Sultanpalast. Manche haben sich vielleicht gedacht, die wollten noch ein bisschen Stimmung reinbringen. Für mich 6 Punkte. Denk nicht, wenn ich sage Standard, dass er nicht lecker ist. Es ist lecker. Das ist immer individuell vom Geschmack her. Der eine sagt top, der andere sagt nicht top. Ganz normaler Döner, der lecker ist, wo man gut essen kann, aber der nicht rausragt bei mir, um Relevanz im Ranking zu bekommen. Ja. Für mich ein Standard leckerer Döner. Für mich ist Standard auch lecker bei Döner. Das heißt nicht, dass er nicht lecker ist, kann man sich sehr gut geben. Nochmal zu der Thematik eben, wo wir jetzt bei Sultan Döner sind, hinsichtlich fancy Kram raufhauen, richtig special oder halt eben nicht. Jetzt zum Beispiel im Sultan Döner, wo, sag ich mal, die Sachen relativ basic, Standard sind, da kann man gut aufwerten. Mit fancy Kram, Mais drauf, irgendeine Special Soße, Röstzwiebeln oder so. Wenn du wirklich eine, sag ich mal, Leute, die sehr viel Zeit investieren, den Spieß selber zu machen, das Brot und so weiter und so fort, da lang. Tomate, Zwiebel, ja, aber so ein Döner, da kann man auch noch ein bisschen Special raufhauen. So, das kurz als Statement von mir. Und jetzt gehen wir ab zu Oma und Opa. Die Bewertung seht ihr jetzt. Und jetzt zur Bewertung von Oma und Opas. Also für mich ganz krass zu bewerten. Versuchen Döner, Hackfleisch mit einem Döner, komplett Schichtfleisch, komplett Kalb zu vergleichen, es geht kaum. Aber am Ende des Tages bewerten wir den Geschmack. Wir bewerten Döner und bewerten den Geschmack. Und daraus entsteht das Ranking. Dem Döner von Oma und Opa gebe ich
9,1 Punkte. Weil es sehr speziell ist, wie Soßen einfach Endgegner, Brotendgegner, da ist wenig Platz nach oben. Ganz wenig Platz nach oben. Fleisch auch sehr saftig, ne? Ja, dieses Sesam auf dem Brot, das war einfach super lecker. Danke euch fürs Zuschauen, ich danke euch für euren Support. So viele von euch haben mich noch nicht abonniert, bitte haut mir das Abo rein. Den Daumen oben und das Kommentar, wo ich als nächstes hinfahren soll für den nächsten besten Döner. Ja, und dann sage ich bis zum nächsten Mal.